Ich denke, es spricht auf jeden Fall dafür, dass wir stabil sind im Moment. Auf dem Platz, vom Spielerischen her, vom Taktischen her, dass wir es schaffen, das konstant zu halten gegen gute Gegner. Dann nicht nach hinten raus nachzulassen. Und ich denke, wir sind auch ja, im Moment mental irgendwie stabil. Wir können mit Rückschlägen umgehen, wir können auch dann geduldig sein und so ein 1-1 dann mal über lange Phasen halten. Und haben dann auch ein bisschen das Glück im Moment, am Ende mal ja, den Lucky Punch zu setzen und die 3 Punkte mitzunehmen in dem Spiel, das auch ein Unentschieden gerechtfertigt hätte. Ja, wir müssen kompromissloser werden teilweise in den Zweikämpfen, dass wir die Gefahr früh erkennen und dann auch dementsprechend das unterbinden. Uns ist es dann auch öfter mal passiert, dass wir eigentlich eine ordentliche Ausgangslage hatten, gerade in der Restverteidigung, und dann aber nicht konsequent zugepackt haben, die Gladbacher sich lösen konnten und dann doch noch den einen oder anderen Konter gefahren haben. Und ja, ich finde, dass wir einfach noch fokussierter verteidigen müssen. Wir haben in der Vergangenheit so Spiele schon verloren, auch in den letzten Minuten dann halt ein unnötiges Gegentor kassiert. Und dass wir jetzt in so Spielen auch zeigen können, dass wir das auf unsere Seite drehen können, das ist natürlich top und gibt uns Selbstvertrauen. Und somit können wir die nächsten Aufgaben auch, so können wir die angehen. Und wir wissen halt, dass wenn wir zum Schluss nochmal mit den Spielern, die von der Bank kommen, alles reinhauen, dass wir da eine enorme Stärke haben. Haben wir jetzt auch in den letzten Spielen gezeigt. Da müssen wir dranbleiben.